Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Kampagne. Wir haben beim letzten Mal uns mit Rayna getroffen und wollen jetzt auch nochmal mit dem reden, nachdem wir ihm ja geholfen haben und schauen, was er zu sagen hat. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur Arm und Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts Hybridenlabor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch, wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Armon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Okay, schauen wir im Kriegsrat vorbei, was wir da machen können. Wir können jetzt mit Rohanna reden. Ich erinnere euch daran, dass das heilige Gesetz, die Daeum, es uns streng verbietet, in die Entwicklung niederer Lebensformen einzugreifen, solange nicht eine unmittelbare Gefahr für das Imperium besteht. Euren Entschluss, diesen Terranern zu helfen, finde ich verwunderlich. Warum nehmt ihr an, dass es sich bei ihnen um niedere Lebensformen handelt, Rohanna? Das ist nicht bloß eine Annahme. Schaut sie euch an. Unzivilisiert, unterentwickelt. Ihre Kommunikation findet über primitive Artikulationsorgane, sogenannte Münder, statt. Viele dachten einst genau wie ihr, auch ich selbst. Aber ich habe ihren Großmut gesehen. Und bald werdet ihr das auch. Okay, wir können offensichtlich hier nichts verbessern, sonst hätte das aufgeblinkt. Schauen wir den Solarkern, den kennen wir noch gar nicht. Der Solarkern, ein beeindruckender Anblick. Ein künstlicher Stern, welch eine technologische Meisterleistung. Von hier aus werden die Speer des Adun und all ihre Systeme mit Energie versorgt. Die Strahlung stellt außerdem Nahrung für unsere Krieger bereit. Wie lange wird es dauern, die taktischen Systeme zum Laufen zu bringen? Die Systemanalyse läuft, aber der Stern war äonenlang inaktiv. Es wird Zeit brauchen und einen mächtigen Katalysator wie Solarit, um ihn vollständig hochzufahren. Solarit? Die Protoss verwenden Solarit seit Jahrtausenden nicht mehr. Dieses Schiff ist sehr alt, Hierarch. Wir werden auf unkonventionelle Ressourcen zurückgreifen müssen, um es zu reaktivieren. Gebt euer Bestes, Phasenschmied. Wir werden das beschaffen, was ihr benötigt. Ich glaube, also normalerweise ist es nicht so klug, in eine Sonne zu schauen, oder? Ich meine, die haben keine primitiven Visualisierungsorgane. Doch, eigentlich haben sie das schon. Aber trotzdem. Wählt den Kern aus, um eine Übersicht über eure Optionen zu erhalten, Hierarch. Ihr seht verändert aus, Phasenschmied. Ach, ihr sprecht wohl von den mechanischen Armen. Ich habe sie konstruiert, um meine Effizienz zu steigern, wenn ich den Solarkern bediene. Bisher waren sie recht hilfreich. Diese Matrix zeigt eine Übersicht der Waffen und Hilfssysteme der Speer des Adun an. Jedes System kann gleichzeitig nur mit einer aktiven Fähigkeit konfiguriert werden. Ihr könnt verschiedene Fähigkeiten auswählen, die eure taktischen Entscheidungen in den verschiedenen Schlachten unterstützen, Hierarch. Die Menge des verfügbaren Solarits wird hier angezeigt. Okay. Überschüssiges Solarit kann unseren Hilfssystemen zugewiesen werden. Ihr könnt jetzt damit beginnen, das Solarit umzuleiten. Boah, das ist natürlich auch schon stark, ne? Beschleunigt das Heranwarpen von Einheiten und die Forschung eines Gebäudes 20 Sekunden lang um 1000%. Das heißt, wir können ja Upgrades quasi instant holen. Ein Pylon anfordern ist allerdings auch nicht schlecht. Da müssen wir nicht immer irgendwie... Aber ich glaube, wir bekommen bald Sentries, die selber sich zu so Warp-Dingern umformen können. Von daher... Zirka 3 Zeitfelder, die Zeit für gegnerische Einheiten und Gebäude 20 Sekunden... Das brauchen wir auf jeden Fall. Finde ich besser als Orbitalschlag. Dann haben wir aber nicht mehr genug Geld für Zeitraffer. Können Startversorgung hochmachen. Das machen wir nicht. Aber die Heranwarp-Zeit für Gebäude auf dem Schlachtfeld. Warum denn nur für Gebäude? Naja, überlege ich gerade, bringt uns das viel? Ich würde gerne eigentlich mal das ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal Zeitraffer und gucken uns einmal an, ob quasi die Upgrades damit instant sind. Wenn nicht, werde ich das beim vor der nächsten Mission wieder ändern. Und dann geben wir uns einmal Startversorgung und zweimal Warpzeit, weil wir ja eben die Punkte übrig haben aktuell und nicht anders einsetzen können. Das wird sich aber wahrscheinlich beim nächsten Mal schon verändern, weil wir werden hier wieder Solarit bekommen, denke ich. 15 sogar. Okay, jetzt kriegen wir auch unseren Immortal. Waffenbrüder, stellen Sie den Schlüsselstein sicher. Alles klar. Die terranischen Verbündeten unterstützen Sie in der Schlacht. Greifen Sie mit ihnen gemeinsam an. So gelangen Sie an den Schlüsselstein. Willkommen in Bennett Port. Oder was davon übrig ist. Das Möbius-Korps hat sich hier verschanzt, um uns vom Artefakt fernzuhalten. Valerian baut gerade seine Basis auf. Sobald er hier ist... Rainer, was geschieht mit euch? Die Hybriden leiten leeren Energie in den Schlüsselstein. Die dabei erzeugte psionische Störung überwältigt die Terraner. Aktiviert die Unsterblichen. Wir brauchen schwere Einheiten, um die Terraner zu beschützen, bis das Störfeld nachlässt. Mann, damit schulde ich dir schon doppelt was, Artanis. Das war, als würde ich meinen Verstand verlieren. Sie laden den Schlüsselstein wieder auf. Er wird bald erneut aktiviert. Wir müssen ihn in unseren Besitz bringen. Das kannst du laut sagen. Stürzen wir uns ins Getümmel, Partner. Okay. Auf Q ist ein Immortal. Warum müssen die immer die anderen Hotkeys setzen? Wir können Unsterbliche in der Roboterfabrik produzieren. Und gar keinen Cyber-Core. Sie sind dazu konzipiert, Feinde zu belagern und Verbündete zu schützen. Okay. Meine Jungs heizen jetzt den Möbius-Core ein. Sobald ja, eure Stellung mit gesichert den vier Einheiten wird das schwierig. Also wir haben 2 Minuten 39, um uns auf den ersten Push des Gegners vorzubereiten. Das sollten wir natürlich auch tun. Oh. Dieses Störfeld hat meine Truppen kalt erwischt. Wir haben schwere Verluste erlitten und brauchen Zeit, um eine Stellung zu sichern. Tut, was ihr könnt, um sie von uns fernzuhalten. Schon dabei. Deine Position ist sicher, bis sie den Schlüsselstein wieder aktivieren. Okay, wir bauen erstmal uns ein bisschen auf, logischerweise. Wir haben halt leider diesen Zeitraffer auch erst in 75 Energie quasi. Wäre halt geil, wenn man das Ganze am Anfang hätte, dann könnte man so viele Probes produzieren. Liga-Forschungsstationen melden, dass sie angegriffen werden. Wenn sie sie retten können, übergebe ich ihnen sämtliche Protoss-Technologie, die sie gesammelt haben. Warum haben die Protoss-Technologie gesammelt? So. Nächste Sternova setzt gleich ein. Ich würde ganz gerne noch einen Immortal bekommen. 200. Ah, kriegen wir aber gastechnisch nicht hin. Dann holen wir einen Zealot nochmal. Das ist fast das gleiche. Ich überlege echt, ob wir gerade nochmal Probes Chrono wussten. Sekunden lang 1000%ig. Aber jetzt haben wir eigentlich genug Probes. Ist bald bei voller Energie, Hierarch. Wir müssen unsere Verbündeten wieder vor den Hybriden beschützen. Ich weiß es doch. Alter! Okay, da hätten wir auch 2 Immortals bauen können in der Zeit. Das ist ja richtig stark. Okay. Mehr Ressourcen. Und eine Echse. Oh, das ist praktisch. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst, das gebe ich zu.
Okay. Oh, hä? Ich hab mich irgendwo... Okay. Die Angreifer sind gefangen. Vorwärts zum Schlüsselstein. Eine Forschungseinrichtung der Liga wurde befreit. Ach, ich fasse es nicht, dass wir das tatsächlich heil überstanden haben. Ein paar unserer Sanitäter bleiben hier, falls sie sie brauchen. Oh, das ist praktisch. Commander, unsere Truppen sind bereit. Die Liga greift das Möbius-Korps an. Okay. So. Jetzt hätte ich ganz gerne einmal wieder 75 Minuten. Alle werden ihn anbeten oder für immer verstummen. Ein Immortal. Komm, tötet den! Aha. Nicht geschafft. Ich brauch gar nicht so viel Gas. Ich will halt eigentlich, aber es bringt halt nichts, weil wir jetzt schon wieder quasi voll sind. Naja, wir gönnen uns gleich die Upgrades einmal im Schnelldurchlauf. Jetzt müssen wir nur eben gucken, dass wir genug Geld haben. Mehr als für ein Upgrade. Okay, das ist nicht instant. Also wir bekommen damit quasi ein Upgrade for free und ein bisschen vom zweiten. Wo musst du denn hier um Hotkey? Nächste Push. Ich würde aber ganz gerne so ein bisschen die Zeit hier nutzen, um aufzuräumen. Aber ich glaube, wir müssen mal eben uns einmal anders verorten hier. Oh nee. Perfekt. Wir haben den Angriff der Hybriden erfolgreich widerstanden. Vorwärts, Krieger! Verdammt, brummt mir der Schädel. Danke für die Hilfe, Artanis. Gerne, gerne. Liga
der WB Epps. Errichtet hier eine Befestigungslinie. Dings hat so überlebt. Scheiß. So, wir sind jetzt auf Two Base. Nee, ihr sollt eigentlich nicht unbedingt da rein.